dass ihr wieder da seid, hier auf meinem Kanal Traumhaftes Stempeln. Ich bin Kira und ich habe heute für unseren YouTube-Hop mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir das Thema Hintergrund mit Luftpolsterfolie. Ihr findet da schon eine richtig geniale Cocktailkarte hier auf meinem Kanal, aber ich habe mich dem ganzen Thema nochmal gewidmet. Ihr habt generell zwei Möglichkeiten, das Ganze einzufärben. Bei dieser Variante habe ich Bonbon, Rosa und Fräsienlila benutzt. Und um das zweifarbig hinzukriegen, nutzt ihr am besten unsere Write Marker. Ich habe die Pinselspitze genommen, meine Bubbles bei der Luftpolsterfolie abwechselnd eingefärbt und habe das, bevor ich das Ganze dann auf das Papier gelegt habe, nochmal angehaucht, sodass die Farbe ein bisschen wieder aktiviert wurde. Für die zweite Karte, und so wollen wir das heute in etwa auch machen, habe ich das Ganze mit einem Stempelkissen eingefärbt. Man sieht das auch, hier ist es dann so ein bisschen dezenter. Hier hat man die Bubble so ein bisschen kräftiger und größer. Und wie man sieht, ist es auch gar nicht schlimm, wenn zwischendurch mal einer der Bubbles vielleicht kaputt gegangen ist. Das gibt so ein bisschen unebene Struktur. Ich habe dann auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe unsere Grundkarte in Savanne. Das ist ein halber A4-Bogen, sprich ich schneide ihn an der langen Seite bei 14,85 cm und falze ihn dann bei 10,5, sodass wir unsere Grundkarte haben. Dann habe ich die erste Mattung gemacht, die ist 14,35 x 10 cm, sodass wir die perfekte Auflage haben. Das Stück wollen wir auch gleich einfärben, aber ich war noch fleißiger. Ich habe schon mal die Blüte gestempelt und ausgestanzt. Das ist aus dem Set handgemalte Blüten, das ist die große hier. Und ich habe auch die passenden Stanzformen gleich mit benutzt und habe mir quasi mit, komm her hier, mit dem hier die Blüte dann einmal ausgestanzt. So, ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mal an. Ich nehme jetzt ein bisschen oder ein paar andere Farben wie vorher. Wir brauchen also erstmal wieder unser Stempelkissen. Ich habe jetzt hier Schiefergrau. Und habe meine Blisterfolie. Ihr könnt ja vorher mal gucken, wenn ihr das so drauflegt und wisst so ungefähr, wie groß das sein soll. Dann könnt ihr hier, da wo ihr das möchtet, mal so ein bisschen Farbe aufbringen. Je nachdem, wie oft ihr das macht und wie intensiv, desto dunkler wird euer Abdruck. Dann dreht ihr das Ganze einfach um. Ihr habt die Wahl, ihr könnt das Papier drauflegen oder ihr macht das so wie ich. Legt das hier drum und könnt dadurch so ein bisschen sehen, wo ihr landet. Am besten auch was unterlegen, dann stempelt ihr euch eure Oberfläche nicht kaputt. Ja, so finde ich das ganz gut. Es muss nicht bis komplett in die Ecken gehen. Die hier kriegt ihr übrigens unterm Wasserhahn oder mit Feuchttüchern richtig gut wieder sauber. Ich nehme hier einfach mal so ein Feuchttuch und zeige euch das. Natürlich nicht zu doll, ihr solltet immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr sie nochmal wiederverwenden möchtet. Und geht hier einfach mit rüber und ihr seht, die ganze Farbe bleibt dann in meinen Feuchttüchern hängen. So. Ich möchte ja die Blüte aufbringen. Ich finde das in dem Fall vielleicht auch, gucken wir mal, ich glaube, ich setze sie hier unten hin. Was ich aber machen möchte, ich möchte noch Wünsch dir einen schönen Tag in die Blüte stempeln. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mir den schon mal auf einen Block gezogen, habe mein Stempelkissen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie rum ihr das haben möchtet. Ob ihr die Blüte wirklich so nehmt und das quer rüber macht. Aber ich glaube, ich möchte sie jetzt mal ein bisschen höher nehmen und mache das hier so einmal von einem Mittelpunkt der Blüte zur anderen. Lasse das einen kleinen Moment wirken. Ups. Und habe jetzt Wünsch dir einen schönen Tag. Da das relativ hell ist an den oberen Kanten, ups, gibt es noch einen Trick, den ihr machen könnt. Wenn ihr das nicht gerade im Stamparatus habt, könnt ihr euch auch den Write Marker nehmen und das Ganze nochmal ein bisschen nachziehen. Dadurch wird das gleich viel kräftiger. Und das mit dem Tag, das kann ruhig ein bisschen heller bleiben.
Das möchte ich auf meine Karte. Damit das aber nicht ganz so langweilig wird, habe ich hier noch unseren Leinenfaden. Der kommt ja so daher. Und dann nehme ich mir jetzt einfach was und wickel das schön um unsere Karte drumherum. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wie viel ihr möchtet, legt ihr das Ganze am besten, ich glaube, dreimal so in etwa rum. Lasst mir noch ein bisschen Platz, um eine Schleife zu binden und schneide ihn dann einfach ab. Hier macht ihr dann die Schleife rein. Ich finde das so mal ganz gut, wenn ich erst einen Knoten unter die Schleife setze. Dann verrutscht mir das nicht mehr allzu sehr. So. Könnt ihr gucken, wie groß ihr die Schlaufen haben möchtet und wie groß das Ganze so. Machen wir das Band noch ein bisschen kürzer. Und so ist unsere Schleife schon ganz cool. Und jetzt können wir gucken, wie rum wir das nehmen. Ich glaube, wir setzen das nach unten weiter. Machen unsere Blüte einmal hier drüber. Das habe ich dann mit Dimensionals festgemacht. Zack. 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 Durch die Dimensionals positioniert ihr das, den Leinfaden auch gleich ein bisschen, der kann nicht mal verrutschen. So, das können wir jetzt auch schon auf unsere Grundkarte aufbringen. Auch hier nutze ich nochmal unsere Dimensionals, um das Ganze so ein bisschen, um dem Ganzen so ein bisschen mehr 3D-Effekt zu geben. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund ganz leise hört. Ich muss gleich mal unbedingt meinen Kater reinlassen. Der hat seine Abendrunde beendet und möchte rein. Mache ich aber, wenn wir hier gleich fertig sind. Denn das ist eine recht fixe Karte. Wir brauchen gar nicht mehr viel machen. So. Guckt, dass ihr schön mittig seid. Das gefällt mir noch nicht. So. Und was darf bei einer guten Karte natürlich nicht fehlen? Strass. Das ist ja so ein Damending, so ein Frauending. Und ihr nehmt euch dann einfach ein paar Strasssteine und setzt sie so, wie ihr das gerne möchtet. Ich finde, auch sowas kann man dann auch mal gut diese großen Strasssteinchen verbasteln, die ja sonst eher zu kurz kommen. Drei. Ups. Vier. Noch mehr. Fünf. Auch ein bisschen geht noch, würde ich sagen. Wenn sie denn möchten. So, 6. Und einen machen wir noch und ich würde sagen, dann sieht die Karte gut aus. Den machen wir mal nach. Ja. Ja, so schnell habt ihr eine schöne, einfache Karte mit der Luftpolstertechnik.
hier nochmal im Vergleich alle drei Karten. Auch hier so ein bisschen den Unterschied, wenn man mit Savanne arbeitet oder eben mit Schiefergrau. Das macht sie auch nochmal ein bisschen aus. Ja, jetzt kann ich nur sagen, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Ciao!